Hallo ihr Lieben, ich bin gefragt worden, ob ich eine Review machen könnte zu Pinsel von Evelyn, einmal den hier. Und zum Beauty Blender von Evelyn. Mache ich natürlich glatt und freue mich, dass ich wieder so einen Anfang gekriegt habe. Und ja, dann fange ich einfach mal an mit dem Pinsel. Der Pinsel. Ich habe auch gedacht, der ist ein bisschen größer. Von einer, ich kenne die anderen nicht Beauty Blender, die anderen Bufferpinsel alle nicht. Zum Beispiel Rebecca Flöter oder sowas. Die kenne ich alle nicht. Ich habe keine von den Pinseln im Besitz. Und deswegen war das mein erster Kauf. Und ich bin zufrieden, allerdings nicht in der Hinsicht, als was er bezeichnet wurde. Also, dass man sich Foundation und alles sowas drauf machen kann, dafür nehme ich ihn überhaupt nicht. Ich habe es probiert, aber erstens brauchst du, wie das alle Mädels wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, Stunden damit, ehe man das alles eingereibt hat. Und ich muss sagen, gut, dazu komme ich gleich zum Beauty Blender. Für mich persönlich geht nichts über diesen Beauty Blender. Also, wenn ich mir Foundation oder Make-up oder selbst Abdeckstift oder sowas drauf mache, nehme ich meistens den Beauty Blender. Den Pinsel benutze ich sehr gerne. Wenn ich jetzt mit dem Beauty Blender Make-up drauf gemacht habe, benutze ich den Pinsel und meinen Abdeckstift. Also, das ist dieser Anti-Aging-Effekt von Maybelline, ja, dieser hier. Für unter die Augen. Und den tupfe ich immer erst mit dem Beauty Blender ein und den Rest mache ich dann mit dem Pinsel. Dafür nehme ich den. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Abdeckstift habe, der sehr fest ist, wie meine hier. Also die sind richtig Stifte. Einmal von, was bist du? L'Oreal und einmal von Catrice. Dann mache ich das nicht so gerne mit dem Beauty Blender, weil der sehr fest ist. Und nehme dann doch den Pinsel. Und damit lässt sich das wunderbar verreiben. Und zwar so, dass es wirklich abgedeckt und verblendet ist. Also zweckentfremdet. Aber trotzdem völlig okay für den Preis. Und ich finde, wenn man sich den anguckt, sieht man ja auch, ob welche Größe das hat zum Beispiel und ob man den dann eben wirklich für Foundation oder Make-up benutzen möchte. Muss eben jeder selber für sich selber entscheiden. So, und dann habe ich eben noch den Beauty Blender. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe schon ganz viele Mädels gesehen, die diesen Original Beauty Blender benutzt haben und war auch schon mega heiß scharf drauf auf diesem Beauty Blender, habe aber immer gesagt, nein, das gibst du nicht aus. Und da ich eine faule Socke bin, habe ich auch keine Lust gehabt, mich bei eBay hinzusetzen und bei irgendwelchen Japanern das zu bestellen für 3 Euro noch was. Weil, ja, weiß ich nicht. Bis jetzt ging es auch ohne und warum sollte es nicht weiter ohne gehen? Aber, Mädels, es geht nicht mehr ohne. Also ich mache es auch ab und zu mal noch mit der Hand, aber es ist definitiv für mich persönlich kein Vergleich mehr. Es macht mir Freude, das Ding zu benutzen und ich finde, es ist ein schöner Auftrag. Also ich merke zwar, dass ich was drauf habe, aber erstens nicht zu sehr oder nicht so sehr wie beim Pinsel, beziehungsweise wenn ich es mit den Händen auftrage. Und das Zweite ist, es lässt sich so toll verteilen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber ich habe keine Streifen mehr oder jetzt mal, wenn das Licht anders einfällt oder so, dass ich fleckig bin oder so. Ich meine, es liegt sicher auch nicht an den Produkten, die ich benutze, aber ja, ich finde das Ding einfach, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Einfach nur Bombe. Richtig, richtig Bombe. Und ja, wie gesagt, ich habe ja den von Evelyn und habe keinen von Essence gekauft. Allerdings, weil ich keinen bekommen habe, sonst hätte ich wahrscheinlich erst den von Essence genommen. Was zu der Qualität zu sagen ist, kann ich bis jetzt mich auch noch nicht beschweren. Also ich habe hier einen kleinen Punkt, aber das ist, denke ich mal,
wo der dann geformt wurde. Ich weiß es nicht, wo der reingegossen wurde oder geschnitten wurde. Aber das reißt nicht oder sonst irgendwas. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das sehen kann. Nicht wirklich. Ja, also es ist. Ich kann nichts Negatives sagen. Zu der Spitze, ich nehme es gerne für die Nase. Ja, allerdings, wie gesagt, das sind auch Stellen, da nehme ich dann lieber den Bufferpinsel von Evelyn und oder eben meine Finger dafür, weil das ist so, weiß ich nicht, das ist so ein Gefühlsding bei mir. Also ich kriege das mit dem Ei auch hin, aber ich fühle mich wohler, wenn ich dann doch nochmal drüber gegangen bin oder sowas. Also das hat jetzt nichts an Negatives an dem Ei. Ja, und wie gesagt, also der ist bei mir noch nicht gerissen und ich werde mir definitiv noch ein Backup davon kaufen und bin glücklich, dass ich mir für den Preis den geholt habe. Und lasst mich lügen, ich kann es euch nicht sagen. Also der hat, glaube ich, 3 € noch was gekostet und der Pinsel auch so um die 3, 4 € oder sogar 2 € noch was. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe auch die Kassenzettel nicht mehr da. Also ja, also das sind zwei Produkte. Also den definitiv, den kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und der ist einfach nur Bombe. Und den Evelyn Pinsel ist zweckentfremdet, finde ich auch super. Also nicht für das, was draufsteht. Ich glaube zumindest, dass da Foundation oder sowas draufsteht, aber für so kleine Sachen wie unter den Augen oder sowas oder Pickel abdecken und das einfach verblenden, finde ich den richtig klasse. Ja, Mädels. Vielleicht schaffe ich ja es noch ein anderes Video zu drehen. Ich weiß gerade gar nicht, wie spät wir es haben. Dass ich mal endlich meine Schminksammlung fertig kriege. Die Lippenstifte habe ich ja beim letzten Mal abgedreht. Das sind ja jetzt wirklich nur noch die Lidschattenstifte. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Und die Mascara, die ich jetzt habe. Und das war es ja dann auch zu meinen ganzen Schminksammlungen. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Video zu meinen Pinseln, obwohl sich da. Ich meine, ihr habt ja die Videos gesehen, wo ich mir neue geholt habe. Und ja, ansonsten, eins zeige ich euch noch ganz kurz. Das habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Und zwar ist das ein Rollwagen, wo ich so diverse Sachen noch untergebracht hatte. Nicht erschrecken, es wackelt mal ganz kurz. Oder wartet mal, wir machen das mal anders. Ja, also jetzt eine andere Einstellung. Ich habe euch mal einfach mitgenommen. Und zwar ist das so ein Rollwagen mit 5 Fächern, wo ich ganz unten meine Bürsten reingemacht habe. Dann die nächste Etage, da habe ich diverse Cremes und Peelings und Bodylotions und sowas. Und in den obersten zweien sind alles nur Nagellacke. Die habe ich etwas aufsortiert, nicht aussortiert. Sortiert. Da habe ich hier die von P2, da hinten sind die von Catrice. Hier habe ich die von Essence Trainer und hier oben ist mein Nagellackentferner. Und da hinten seht ihr ganz versteckt so diverse, wie von Manhattan oder so, die ich so einzeln habe. Und obendrauf habe ich dann Taschentücher, Ohrenstäbchen, Mülleimer und noch diverse Ständer oder sowas. Ja, und dann habe ich das der darum nachgemacht und habe meine Pinsel in so eine Glasschale oder Glaswale mit Sand gepackt und ja, bin damit recht zufrieden. So, dann habt ihr meinen Rollwagen jetzt auch mal endlich wieder gesehen. Nicht wieder gesehen. Habt ihr endlich meinen Rollwagen gesehen? Das wollte ich euch schon seit einer Weile zeigen, aber irgendwie habe ich das nie hingekriegt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, was die zwei Sachen oder die zwei Produkte angeht. Und dann freue ich mich auf einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder sonst irgendwas. Und erst recht freue ich mich dann aufs nächste Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Mädels. Bis bald.